Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt genau 10 Jahre her, dass wir erstmals über Neonicotinoide gesprochen haben. Im Jahr 2008 kam es im Oberrheingraben zu einem Vorfall, wo massiv Bienenvölker vergiftet worden sind. Tausende Bienenvölker sind damals gestorben. Das Ganze wurde damals als Unfall deklariert. Es waren die Maislegegeräte noch gar nicht in der Lage, mit diesem Stoff umzugehen. Das sind pneumatische Geräte, da wurde dann durch Windstrom, durch Luftstrom, wurde dann die Beize halt dann verweht, in die Umwelt freigesetzt, anstatt in den Boden eingetragen, wie es sein sollte. Angeblich hatten die Saatgutunternehmen damals die Beize auch nicht richtig aufgetragen auf die Maiskörner. Aus meiner Sicht war das ein Riesenfehler, dass damals alles auf einen Unfall geschoben wurde, weil da eine Chance vertan wurde, diesen Wirkstoff, diese Wirkstoffgruppe Neonicotinoide intensiv zu untersuchen, zu gucken, welche Auswirkung hat dieser Stoff auf die Umwelt, auf Insekten, Vögel, eben auf Lebewesen. Denn es handelt sich immer, das muss man sich klar machen, bei dem schönen Wort Pflanzenschutzmittel handelt es sich um Gift. Das muss man in der Deutlichkeit sagen, es sind Giftstoffe. Und damit, was da vertan worden ist als Chance, die letzten 10 Jahre wirklich seit 2008 intensiv zu nutzen für eine Analyse, wissenschaftliche Untersuchung. Ich habe das Gefühl, dass in dem Entschließungsantrag, der uns vorgelegt wurde, genau das wieder fortgesetzt werden soll. Es wird viel geredet von weiterer Untersuchung. Wir müssen noch mal gucken, ja, ist das alles so? Also wir schieben es noch mal um 10 Jahre nach hinten. Damit, glaube ich, kommen wir nicht wirklich weiter an der Stelle. Das Thema Artensterben, das wissen wir doch mittlerweile alle, brennt. Es ist ein aktuelles Thema. Spätestens seit den Ergebnissen der Krefelder Forschergruppe ist es auch international in aller Munde. Die Studie wird international wahrgenommen. Gerade heute Morgen gab es noch einen langen Bericht über die Situation in Frankreich, wo es genau so ist, dass in den Agrarlandschaften das Insektensterben massiv ist, wo genau die Ergebnisse auch noch mal bestätigt werden. Und das Ganze fassen die französischen Forscher zusammen mit dem Begriff, es ist eine Katastrophe. Wir sind dabei, unsere ländlichen Räume zu Wüsten, zu Artenvielfaltswüsten zu machen, wo eben kein Tier, keine Natur mehr wirklich existieren kann. Auch das Insektensterben, auch das ist klar, alles hängt zusammen in unserem Ökosystem. Es ist ein Netz von Artenvielfalt. Wenn an irgendeiner Stelle etwas wegbricht, fehlt etwas, hat Konsequenzen für andere Arten. Und bei Insekten, wir haben lange darüber gerätselt, als wir angefangen haben, haben wir eigentlich viel stärker über das Vogelsterben diskutiert. Und nach wird klar, da gibt es eine Parallele zwischen dem Rückgang der Insekten und dem Rückgang der Vögel. Weil die einen die Futtergrundlage für die anderen sind. Und ich glaube, da sind wir alle aufgerufen, da massiv dran zu arbeiten, dass das besser wird. Insekten haben aber auch, weil in Ihrem Entschließungsantrag so sehr die landwirtschaftliche, die wirtschaftliche Bedeutung von Pflanzenschutzmitteln nochmal nach vorne gestellt wird, haben aber eben auch eine wirtschaftliche Bedeutung. Bei der Bestäubung, die Obstbauern sind darauf angewiesen, dass das funktioniert. Klar ist aber auch, dass Landwirtschaft die Artenvielfalt, die wir heute haben, hervorgerufen hat. Von daher, das kann man ja auch mal zur Kenntnis nehmen. Das, was wir heute an Kulturlandschaft haben mit Artenreichtum bis in die 50er Jahre rein, war noch nie so artenreich vorher gewesen. Aber der Prozess der Intensivierung, den wir gehabt haben, stärkere Düngung, stärkere Bearbeitung, Flurbereinigung und eben auch Pflanzenschutzmittel haben diesen Prozess umgekehrt. Wir verlieren massiv Arten. Wir sind in der Hinsicht von der Artenvielfalt her auf dem Weg zurück ins Mittelalter. Ich möchte den Punkt Neonicotinoide, da möchte ich gerne einen anderen Politiker zitieren, der sagt, der etwas genau zu dieser Wirkstoffgruppe sagt. Er sagt, Zitat, es ist ein katastrophaler Zustand auf unseren Feldern. Die Insekten sind weg. Mausetot ist alles auf unseren Feldern. Das liegt unter anderem an einem Pflanzenschutzmittel namens Neonicotinoide. Das ist Teufelszeug. Meine Damen und Herren, dieser Politiker hat absolut recht. Es war übrigens Karl-Heinz Florenz von der CDU, der das im November letzten Jahres sagte. Seit 2013 haben wir hier, auch aus Nordrhein-Westfalen heraus, der ehemalige Minister Remmel hat es stark mit vorangetrieben
uns mit dieser Wirkgruppe beschäftigt, Neonicotine. Immer wieder wurde von den Ländern über die AMK Druck gemacht, dass da was passieren muss. Frau Aigner, kaum einer erinnert sich noch an Sie als Landwirtschaftsministerin, hat eher blockiert. Herr Schmidt hat dasselbe getan. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir jetzt hier aus Nordrhein-Westfalen heraus ein Signal setzen würden, dass wir erkannt haben, dass diese Wirkstoffe aus dem Verkehr gezogen gehören und dass wir wieder eine andere Bearbeitung, kann man übrigens bei Karl-Heinz Florenz auch gut nachlesen, was er möchte, in welche Richtung Landwirtschaft sich entwickeln muss. Lesen Sie das Papier Nachhaltige Landwirtschaft der DLG, die kommen genau zum selben Ergebnis. Und von daher tragen Sie unseren Antrag mit, nehmen Sie nicht Ihren schlechten Entschließungsantrag, der nur nach hinten weist, gehen Sie mit uns nach vorne, stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank.